Hier habe ich noch was auf der Seite des Weißen Haus. Und zwar zeige ich euch nur kurz die Demo. Es ist so, wenn man dort kann man Petitionen einrichten. Und es gibt einen Fehler in dem Profil. Das heißt, jede Petition, die ich eröffne oder die ich unterschreibe, kann Code enthalten. Und hier sieht man ein LOL. Das könnte auch ein Virus sein. Und die Seite des Weißen Hauses könnte jetzt versuchen, wenn sie infiziert wurde, ein Virus bei mir auf dem Rechner zu installieren. Oder sonst die Seite irgendwie zu verändern, dass sie anders aussieht. Das könnte man auch machen. Oder eine Weiterleitung zu irgendetwas anderem. Hier sieht man den Code, der eingeschleust wurde.